Hallo und herzlich willkommen zurück bei der Herr der Ringe Online. Ich bin's, der Black. Ja, und wir stehen immer noch in der Kammer der Führung bei Brogi, also Brogur und Buri. Naja, die haben uns ja letzte Folge, so ist richtig rum, haben die uns ja ordentlich vollgeladen mit neuen Quests. Genauer gesagt, neuen Epos-Quests, also was zum Vorlesen. Die müssen aber natürlich alle erstmal gemacht werden, bevor wir da großartig weitersehen. Und ja, ich denke, das gehen wir direkt mal an. Hehe. So. Also, mit direkt meine ich natürlich direkt nach dem Ladebildschirm. Das war dein Stichwort. Ladebildschirm. Weggehen. So, ist gut. Okay. Der hat ein bisschen lang gebraucht heute, aber na gut, das muss halt auch mal sein. Wir haben ja auch direkt in der Umgebung ein bisschen was zu tun. Ich weiß gar nicht, was. Den Plan in der 21. Halle verbreiten oder was weiß ich, was ist. Genau, wir müssen erstmal ein paar Zwerge zusammen zwergeln. Das kriegen wir, denke ich, hin. Das ist nicht ganz so schlimm, denn der Willy, der steht hier. Den holen wir uns und auch ein Bier. Groß wird die Ehre sein, die wir erringen. Ja, schrei doch nicht so. Ich werde dem Herrn Bösi stolz in die Schlacht folgen. Die Zeit der weißen Hand in Moria ist bald zu Ende. Ich habe das jetzt extra so vorgelesen, wie die Stimme irgendwie war. So, okay, gucken wir mal weiter. Siggi! Azogs Volk hat für die an uns verübten Verbrechen noch nicht ausreichend bezahlt. Ich habe bereits andere Aufgaben zu erledigen, Bolzeniel. Es tut mir leid, dass ich auf Buri und seine Mission nicht helfen kann, aber für dieses Unternehmen zolle ich ihm großen Respekt. Mal heißt er Bösi, mal Buri, das ist doch manchmal, ne? So. Naja, wir wissen schon, wer meint es. Es ist an der Zeit, die Orks aus unserem Königreich zu vertreiben. Was ist Buris Plan? Ein Ablenkungsmanöver? Ich bin altmodisch, ich mag solche Taktiken nicht. Feinde sollte man auf direktem Weg herausfordern. Auch wenn mir das besser gefallen würde, ich habe doch selbst zu viele Dinge zu erledigen und zu wenig Zeit, um alles zu schaffen. Es ist eine Schande, dass ich nicht an der Seite des jungen Herrn kämpfen kann. Naja, wenn ich Angst habe, sage ich auch immer, ich habe keine Zeit. Ja, ja, das muss man so sagen. So, das sind die zwei Nasen. Ich glaube, die brauchen wir ja nicht. Nee. Und wenn wir in Khazad Dûm Mithril finden wollen, müssen wir uns erst um die Orks. Und das war ja auch so eine, ne? Genau. Nur sicherheitshalber nochmal, nicht, dass ich da eine falsche erwische. Ja, ist gut. Vorsichtig, wenn ihr nach Moria reist. Ich bin's. So, Vetur. Es ist an der Zeit, die Orks aus unserem Königreich zu vertreiben. Stellt meine Tapferkeit nicht in Frage. Doch. Aber ich werde dem jungen Buri nicht in den sicheren Tod folgen. Wenn er es so ausdrückt. Herr Brogur hat bereits seinen Sohn verloren. Falls nicht jemand mit mehr Weisheit als Buri sie besitzt, diesen Angriff auf Staznak anführt, dann fürchte ich, wird auch Herr Buri oder Herr Bösi seinen Sohn verlieren. So ist richtig. Buri, Bösi. Ah, jetzt verstehe ich. Ah, ja, klar. Die waren ja... Naja, ihr wisst schon. Okay. Wir müssen diesmal, glaube ich, nicht rein. Rollt. Die werden alle draußen stehen. Deswegen muss ich außen rum. Toll. Ja, deswegen gehen wir außen rum, weil der auch draußen stehen wird. Aber wenn wir schon mal außen sind, dann können wir noch mit Sebi reden. Mal gucken, was der meint. Diese Hallen werden wieder in alter Pracht erstrahlen. Ich respektiere Buri natürlich sehr, aber ich habe schon genug zu tun, ohne wie ein Narr in ein Wespennest herumzustochern. Dieser Plan ist einfach schlecht durchdacht. Und solange nicht Bösi oder Brogur selbst es mir befehlen, werde ich da nicht mitmachen. Na gut, ich kann es ja auch verstehen. Muss ja eigentlich nicht sein. Verdammt, jetzt bin ich auch schon ein Feigling. Nein, ich komme schon mit, aber ist trotzdem eine doofe Idee. Durins Volk wird Durins Fluch die Stirn bieten. Ich melde mich gerne freiwillig für die Mission des jungen Buri. Je schneller die weiße Hand aus Moria vertrieben wird, desto sicherer werden wir alle sein. Niemand soll Stilling einen Feibling nennen. Bist auch keiner. Bist wirklich keiner. Ich schwör's. Ich sag auch, dass du keiner bist. So, ich sag erstmal Buri, auf wen er zählen kann und wen er eine Lohnkürzung geben müsste. Und dann sehen wir weiter. Ja. Lohnkürzung. Ich hoffe, die Zwerge, wobei sind ja Zwerge, die werden sicher irgendwo vertraglich festgelegt werden, dass hier nichts gekürzt wird. Ja, Zwerge sind halt auch gierige Menschen.
Also Zwerge. Dann passt das. So, Buri. Mehr Zwerge haben sich nicht gemeldet, aber das ist egal. Es ist in Ordnung. Ich glaube, es waren 2, ne? Von 6. Würde mir zu denken geben. Naja, aber ausgezeichnet. Ihr habt mutige Zwerge gefunden, die mir bei der Ausführung meines Plans helfen wollen. Buri hört zu, als ihr ihm von Stilling und Willi berichtet. Ja, sind 2. Den beiden Freiwilligen, die ihr anwerben konntet. Er wartet gespannt, doch dann macht sich Enttäuschung auf seinem Gesicht frei. Das ist alles? Nur 2 Zwerge? Wie kann das sein, Bolzeniel? Reicht ja kaum für eine einzige Gruppe. Nun ja, ich bin sicher, ihr habt euer Bestes getan. Irgendwie werde ich das schon schaffen. Das klang jetzt wieder so von dir, als wäre das meine Schuld. Also, Bolzeniels Schuld. Nee, dein Plan ist einfach nur doof. So. Wollt's nur gesagt haben. So, Buris Vorbereitungen Teil 1 abgeschlossen. Sehr schön. Dann Buris Vorbereitungen Teil 2. Dazu müssen wir die Kreuzung der östlichen Straße und ein paar Fässer Schwarzpulver beschaffen. Oh, ich erinnere mich. Ich glaube, da müssen wir nach Delfblick zurück. Ich kann mich dunkel erinnern, dass da vielleicht mal was rumstand. Ich bin mir nicht ganz sicher. Wir können ja noch mal ganz kurz gucken. Ne? 21. Halle. Also hier ist nichts. Außerdem da, genau. Wir gehen mal zur Großbinge. Ne, Delfblick ist auch nicht. Dorins Weg, da sind wir ja. Vielleicht runter. Ne. Da unten auch nicht. Hm. Jetzt bin ich gerade ein bisschen überfragt. Zumal ich halt auch die andere nicht finde. Ne, Region brauchen wir nicht raus. Wir wollen schon in Muria bleiben. Ach, hier unten. Da ist es doch. Silberzinneadern, Rothorn-Dinge. Semelek, hier sind wir. Also müssten wir hier runter und dann hier unten wursteln. Das ist doch das, ne? Jawohl. Plano. Und hier sehen wir das ja noch. Das ist hier oben. Also würde ich sagen, gehen wir mich hier entlang. Ist es das da oben? Nein, ist es nicht. Das ist das, das ist das, das ist das. Ach, einfach bipscht. Durins Weg wieder hoch. Ah, hier unten. Oder? Ne, immer noch nicht. Na, wo denn dann? Bist du doof? Siegelund? Ne, hier ist nur ein Balrog, habe ich gehört. Auf der Karte hat man ja auch gesehen. Temmelek hatten wir. Durin. Ne, dann sind wir ja. Temmelek. Ja, hier, Rotornadern. Also, ja. Wir sind hier, runter, dann. Wir machen einfach mal das, ja. Es wird schon hinkommen. Und zu dem anderen Rest werden wir dann auch noch kommen. Das war ja hier irgendwo in der Ecke. Ich glaube, Rotornadern, wenn du dann hier. Na, große Treppe? Nö, große Treppe auch nicht. Wir werden es schon finden. Also, in jedem Fall, wir brauchen doch nicht zurückreisen. Wir müssen stattdessen nach unten gehen. Das war alles, was ich heute sagen wollte. Hey, das hat so lange gedauert. Naja. Und gut, wir machen uns auf den Weg. Denn der Weg ist lang. Was ist das hier eigentlich noch? Achso, das ist die Quest. Ich muss mal wieder ausmachen. Die irritiert. So. So, dann sagt mir der Weg eigentlich, hier drüben wäre noch was. Na, ist doch das. Manu, mach mich nicht wuschig. Wir gehen hier lang. Mal gucken. Beziehungsweise hier kam ich ja, glaube ich, eh nicht runter. Warte, dann kehren wir nochmal um. Wird schon passen. Wir werden es schon finden. Macht euch keine Sorgen. Alles ist gut. Nicht nur ich irre hier drin rum. Auch Gundulf. Hallo Gundulf. Cooler Name im Übrigen. Ob er auch andere Chars hat, wie Gindulf und Gendelf. So. Hätte ich gemacht. Ohne Witz. Ein Schrank der Weisen. Das wird leider nicht reichen, weil wir von hinten angegriffen werden. Toll. Meh. So. Naja, siehst du. Selbst wenn wir nur umirren, haben wir wenigstens heute einen verhauen. So. Schrank der Weisen. Noch einmal. In aller Ruhe auslesen. Und ja, jetzt haben wir wieder was. Schön. Ich freue mich. Und ich kann ja auch nichts dafür, dass hier so viele rumstehen. Ne? Also, das ist nicht meine Schuld. Das muss so sein. So, wir gehen vermutlich mal hier lang. Verbeulte Rüstung.
Oh. Ui. Sind wir schon da? Vermutlich nicht, aber zumindest wird es mir nicht angezeigt. Aber ja, ich nehme mal mit, ne? Ja, na dann, ne? Ja, ich bin jetzt selbst von mir überrascht, dass ich schon da bin. Aber hoffentlich bin ich schon da. Entweder ist der Questmarker mal falsch gesetzt, das kann ja durchaus mal passieren. Oder da unten sind potenziell mehr. Oh, und verhauen kann ich die auch noch. Na, umso besser. Was will man mehr? Hey, gehst du auch zum Verhauen? Lass mich mal von Bord. So. Die. Du diest selber mal bitte. Und zwar jetzt. Sofort. Auf Orkbit. Nee, Bilwitz-Bezwingerin mittelschwer. Schöne Sache. Wir haben. Haben wir das abgeschlossen schon? Tatsächlich. AI verbübscht. Vermächtnisruhe der Überlieferung. 1000 Erfahrungspunkte. Auch schön. Was will man mehr? So. Punkte 10. Ach, ist das schön. Der Punkte 10. Also, dann nehmen wir den Moria-Krieger hier noch mit. Hinten liegt auch noch ein Schild. Und so, der müsste dann auch wieder was tropfen. Genau. Ist ja kein Bilwitz, sondern ein Orkilein. Ja. Na komm. Der da dürfte nichts haben, der da drüben mit zwischen steht. Das werden wir aber gleich sehen. Ja, den Schrank der Weisen, den brauchen wir auch für Quest. Ich schwöre es. Ich schwöre es bei eurem Leben. Weil bei meinem wäre es mir zu gefährlich. So. Verbeulte Rüstung, da hinten ist nichts. Dich will ich gucken. Nee, den brauchen wir nicht. Okay. Dann gucken wir mal hier hoch. Weil potenziell ist da oben ja nichts. Ne? Weil hier oben nichts ist, springe ich einfach mal hier runter. Aua. Schilder haben wir auf jeden Fall auch hier. Vermutlich ist das ja wieder die Ecke, wo, ihr wisst schon, die zwei Quests waren. Ja, genau, die. Also nicht die zwei Quests, wo hier, ihr wisst schon, die Ecke war, wo die Ecke war. Das Holzlager halt. Mann. So. Einmal so. Und dann eben nicht so. Dann einmal so. Dann einmal so. Und so. Und so. Und wer so sagt, muss auch mal da sagen. So. Zumindest sagt man bei uns auf Arbeit, wer so sagt, hat nichts zu tun. Keine Ahnung, wie das in Kausalität steht, aber ja, sagen halt manche. So. Ich habe nichts zu tun. Oh Mann. Mein kleines Schweinchen. Ich mag das. Ich mag das Oinki irgendwie. Erinnert mich ein bisschen an den Dü. Fragt mich nicht warum. Wahrscheinlich vom Gesicht her. So, da hinten ist auch noch was. Sehr schön. Dann können wir dann gleich in diese Richtung weiterziehen. Ja, Oinki hat recht. So. Und so. Ein Blitzchen drauf. Noch ein Blitzchen drauf. Ein Kriegerchen angefasst. Und dann abgefasst. So. Den Moria-Krieger, den werden wir auch dann gleich mitnehmen. Potenziell wollte ich eigentlich andersrum, aber ist egal. Machen wir es erst so. Okay, okay. Da drüben ist auch noch ein Schild. Ja, das läuft doch. Was will man mehr? Obwohl ich gar nicht wusste, dass es hier ist, ist es hier und dann finden wir es trotzdem. Ha! Selbst wenn ich nicht weiß, wo ich hingehe, gehe ich hin, wo ich hingehen muss. Das ist doch schon mal was wert. Da kann man sich echt nicht beschweren. So. Und wir hatten sich ja auch beschwert. Höchstens beschildet. Das ist ein blöder Witz. So. Den Waagreiter, den knallen wir auch mal ganz kurz vom Pferd. Oder Waage in dem Fall. Ein kleiner, frecher Bilwis. Irgendwas ist gerade aufgestiegen. Ich glaube, es war dieser hier. Der andere Stein. Ist das der andere Stein schon? Ne, den hatte ich ja benannt. Ne? Das ist der, den ich nicht will eigentlich. Können wir gleich sehen. 44 von 106. Doch, da habe ich tatsächlich auch was investiert. Dann investieren wir weiter. Irgendwann mal. Es geht. So. Jetzt nimm mal das blöde Schwert hier. Pixel klicken hier. Sowas. Okay.
Da hinten? Was ist das denn? Das sah jetzt aus wie ein Ork. Das sah von Weitem aus wie ein Ork, der mir auf den Sack ging. Dabei ist es kein Ork, sondern ich hatte echt erwartet, es sah echt aus, als würde ein Ork hier einen Wilves verhauen. Ich meine nicht, dass ich das nicht verstehen könnte, aber es war ungewöhnlich. So, Ytrück, der steht hier hinten rum. Ich selbst werde mal, denke ich mal, einfach mal ganz knall und hart, also knallhart, hier reingehen und dann hier reingehen. Denn ich mache Pause. Guckt mal auf die Zeit, wir haben 15 Minuten rum. Das wird heute nur eine 15 Minuten Folge, weil ich... Komm doch mal vom Pferd runter, Mann, oh. Weil ich sowieso ein bisschen hinüber bin und das muss man ja nicht erweitern, die Hünüberei. Stell dich mal andersrum hin, ist viel schöner. So, genau. Also, lasst einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Wenn nicht, lasst trotzdem einen da. Wäre voll cool. Bis zum nächsten Mal. Bis denne. Tschüss.